Herzlich willkommen zur Spätausgabe. Die Woche neigt sich jetzt nun dem Ende. Heute gab es jetzt keine besonders guten Setup-Szenarien. Eher Zurückhaltung war sowieso angesagt bei Gold und Silber. Da hat sich jetzt speziell beim Gold heute jetzt wenig getan. Kämpft er hier mit der Unterkante und mit dem EMA 200. Um nochmal zu sagen, klar, ich war hier bullish, allerdings eben auch mit der Einschränkung, dass sich hier das nicht besonders ja, dynamisch nach oben entwickelt und jederzeit nach unten wieder abtauchen kann. Wenn man das jetzt hier bei den US, bei den Goldminenwerten sieht, da war ich ja skeptisch, definitiv, da gab es bis auf, und die habe ich heute Morgen ja vorgestellt, Newmont Mining, wo es sehr gut aussah an sich, ja, gab es heute jetzt einen Abverkauf. Also mit der Kerze und mit der Konstellation, dass viele andere Werte eben aus dem Minenbereich auch nicht besonders gut aussehen, ja, oder halt einfach kein bullisches Signal liefern, muss man da schon jetzt davon ausgehen, dass eben Gold noch ein Tief machen will. Allerdings eben idealtypisch wäre minimal unter das Tief runterfallen und dann sofort die Gegenbewegung einleiten. Das wäre jetzt hier noch mein Wunschszenario. Das wird jetzt nicht mehr in meiner Berichterstattung hier für JFD passieren. Dafür müsste es ja morgen sehr, sehr volatil zugehen und das ist recht unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz habe ich ja hier im Stream ja aufgerufen, sich Wunschanalysen und ich werde Wunschanalysen anfertigen. Da habe ich schon begonnen damit. Es waren ja einige. Hier eine Wacker Chemie zum Beispiel, eine BB Biotech, der Tech DAX wurde besprochen, WTI war sowieso an der Reihe und Pfund gegenüber japanischen Yen. Das war jetzt noch mein Telefon, aber da gehe ich nachher ran. Dann Entschuldigung. Und nun kommt eben, ja, hier war ich, dass es recht unwahrscheinlich ist. Nun kommt eben heute Amazon und Alphabet raus. Hier gab es zuvor, vor den Zahlen, jetzt den Pullback an das Niveau hin. Und nun kann wieder sich das genauso wie bei Amazon, wo ich ja ein Hoch erwarte noch, kann sich das jetzt heute definitiv positiv erstmal nach oben wieder auflösen. Bei Apple war für mich auch eher 70-30, dass es so ausgeht, so wie es jetzt ausgegangen ist. Natürlich keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit war, wie ich es vorgestellt habe. Doch das war dann eine 100% Trefferquote oder hundertprozentig so, wie es dann eingetreten ist. Erstmal der Tag, die anschließenden Tage nicht. Hier ist jetzt eher 50-50. Also hier sieht schon, obwohl die Märkte ein kleines bisschen angeschlagen sind, ja, oder einfach ausgereizt sind nach oben, ja, denke ich einfach, dass wenn es ein Hoch geben sollte, das aber nicht bestätigt wird, also dass dann ein Abverkauf kommt, kommt es natürlich hier zu einem Gap Down bei den beiden Werten, eben nicht nur hier, sondern auch bei Amazon. Dann dürfte das bis, ja, könnte, muss natürlich nicht, aber bis Jahresende sich eher durchziehen mit Gewinnmitnahmen und erst dann so eine Weihnachtsrallye. Zudem sind ja auch noch die Präsidentenwahlen stehen an und ja, diverse anderen Sachen. Also blindlings jetzt hier hat ja jeder schon, weiß Gott was, Kursziele irgendwo gesehen. Ich eher nicht. Ich denke hier hoch und dann war es das vielleicht. Bei Netflix, glaube ich, habe ich auch eine schwarze Kerze gesehen. Geht sie auch leicht negativ. Also es geht einfach nicht mehr vorwärts, ne, Microsoft auch nicht.
Beim DAX lag ich jetzt hier nicht hundertprozentig richtig. Hier gab es, wenn man das jetzt hier aufschlüsselt, noch in die unteren Ebene, da brauche ich es ja nicht. Ich habe es heute Morgen gezeigt, war eigentlich schon noch gedacht, hier, dass es hier nach unten wegbricht. Was war, war hier nur eine Öffnung bei 10.660 Punkten. Ja, das ist die 9-Uhr-Kerze. Dann schnallte das nach oben und seitdem hält sich das hier der DAX über dem Rainbow-Indikator. Ich würde jetzt einfach morgen mich auch nicht mehr aus dem Fenster lehnen für den DAX, außer ich finde noch was Besonderes, aber den DAX habe ich jetzt ein Jahr lang fast jeden Tag begleitet. In meinen Augen oder vielleicht auch für den anderen Augen sehr gute Trefferquoten abgelegt. Ich habe hier ja auch nie irgendwelche anderen Kursziele jetzt zum Beispiel genannt. Also sehr oft rechtzeitig zur Vorsicht gemahnt, natürlich dann nicht komplett zum antizyklischen Handeln hier aufgerufen, weil es natürlich antizyklisch ist. Ich wollte hier eher dann trendbestätige Setups oder Rückläufe habe ich hier präsentiert. Die ganz antizyklischen Sachen, es ist halt so eine Sache, das ist, ja, würde ich jetzt nicht sagen, den Profis nur überlassen, sondern aber halt den erfahrenen Anlegern. Weil Stopp setzen ist halt da immer so kritisch, wo will man denn den Stopp setzen? Bei den anderen sieht man eben schön an den Tiefs oder an den Unterstützungen. Aber wie auch hier war für mich erstmal klar, es kann fast nicht mehr weitergehen. Und auch sonst, ich kann jetzt hier nichts Spezielles mehr auf Lager, aber ich habe definitiv auch hier keine Kursziele von 8.800 oder noch tiefer ausgegeben, genauso wenig wie nach oben. Also ich bin sehr zufrieden mit der ganzen Analysearbeit. Mein Arbeitgeber war das auch, aber es ist halt trotzdem nicht zu einer Verlängerung gekommen. Es sind andere gewisse Punkte ausschlaggebend gewesen. Und hier gibt es jetzt dann wenig zu sagen. Ich wünsche allen, ich meine, morgen präsentiere ich zwar noch die Setups und die Analyse, auch bringe noch mal ein Video, aber ich möchte mich hier auch schon mal herzlich bedanken für alle treuen Zuseher, Zuhörer und es gab hier auch von keiner Seite nie ein böses Wort. Das ist auch eine wirklich eine sehr, 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 sehr seltene Angelegenheit hier beim nicht nur bei Gottmo Trader, sondern eben auch allgemein bei der Analysetätigkeit oder bei Analysten. Also da muss ich mich wirklich recht herzlich bedanken. Dann wünsche ich allen noch einen schönen Abend und bis morgen.